Die Barbara in der Rhabarberbar hat heute nur Rhabarber da. Na und? Der schmeckt und ist gesund. Und die Rhabarberbar von Barbara ist gerade daher ganz und gar beliebt, weil's nur Rhabarber gibt. Rhabarberkuchen, den musst du versuchen. Rhabarberkompott, das geht ganz flott. Rhabarbergelee schmeckt auch ganz okay. Rhabarbertorte, dir fehlen die Worte. Dass es nur Rhabarber gibt, weil Barbara Rhabarber liebt, ist jedem klar. In Barbaras Rhabarberbar. Und die Leute da in der Rhabarberbar, die finden's alle wunderbar und schön und wollen nicht gehen. Doch dann sagt Barbara von der Rhabarberbar: Oh Schreck, oh Graus, ihr müsst nach Haus, denn grad ging der Rhabarber aus. Macht euch keine Sorgen, wir sehen uns morgen. Rhabarberklöße in jeder Größe, Rhabarber-Omelett, das wird sicher nett. Rhabarber-Dessert, was wollt ihr denn mehr? Dass es nur Rhabarber gibt, weil Barbara Rhabarber liebt, ist jedem klar. In Barbaras Rhabarberbar. Ja, weil's da nur Rhabarber gibt und Barbara Rhabarber liebt, drum geht man ja in Barbaras Rhabarberbar.